heißt, die liegen da ohne Auftrag, kosten aber auch tierisch viel Hafengebühren. Und wahrscheinlich ist das nicht so teuer. Jetzt kann mir das nicht, ich kann jetzt noch nicht volle Hafengebühren nehmen. Die stören ja hier keinen. Und wir haben jetzt also ungefähr 7 plus minus, was wir jetzt bräuchten. Also eigentlich sind wir sehr gut. Also ist das Wasser doch noch ganz schön gut abgelaufen. Ich gehe auch da ein bisschen mit der Fahrt runter. Aber es scheint wohl auch echt gut zu gehen. Jetzt nähern wir uns Henkenwerder, ne? Ja, das ist jetzt der die ehemalige Zollstation Henkenwerder. Da gehen wir gleich. Hartmut? Ja? Ich guck mal, dass wir gleich mit Willi weiter hierher kommen. Ja? Dass wir genug Platz haben. So, Bösch ist jetzt, wir sind jetzt hier angekommen mit Schlepper Bösch und Willi und das wird jetzt erstmal der neue Liegeplatz hier in Entenwerder für den Bösch werden. Wir werden ja mal sehen, ob wir den reparieren.
Ja, ich bin froh, dass er jetzt hier gut und sicher angekommen ist und freue mich. Und hoffentlich auch die, die Bösch jetzt hier sehen werden. Es ist ein neues Bild für die Norderelbe. Und damit grüße ich nochmal den Rest der Elben von hier aus.